Die Hintenstarter, zumindest von meiner Warte, sind wieder da. Ich darf von 12 starten. Andy startet von 11. Wir freuen uns auf ein Caterham-Rennen. Denn das ist der nächste Wagen in der Reihe. Und wir fahren Istanbul falsch rum. Weil wir jetzt anscheinend alle Schauplätze durch haben. Ja. Deshalb fahren wir jetzt einfach die Schauplätze falsch rum. Und vor mir fährt E, F, B, J, It. Und vor, da rechts ist DKG. Und vor mir ist, ah, okay. Der ist wieder ganz normal geworden. Erstmal gibt's einen mega fetten Stau in der ersten Kurve. Läuft. Ja. Also der Server schiebt mich, aber unabsichtlich. Und ich bin 9., 10., 11., 10., ah, nee, 10. Mensch, Mensch. Früher war ich unentschlossen, ne? Mhm. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Jetzt klebe ich am Begrenzer. 280, ne? Ja, genau, 288 im Windschatten. Alter, jetzt werde ich gerammt. Weil Masterstelle gerammt wurde und mich erwischt hat. Sehr geil, oh Mann. Wenn man so durchs Feld fliegen kann, ist das schon ziemlich geil. Sorry, Masterstyler. Oh, jetzt drehe ich mich davon weg. Ist klar. Ist natürlich. Warte, Sempro ist back. Ey, ich habe ihn leicht berührt und jetzt drehe ich mich nach dem Reset nochmal weg. Ich habe ihn leicht berührt, ne? Und ja, das hat gereicht. Also richtig leicht berührt und es hat gereicht. So flupp, weggedreht. Dann setze ich mich zurück und ja, fahre über den Körper und drehe mich wieder weg. Ach. Schön verbremst. Here I am, Scheiße, where I Alter. Belong. Oh, ich bin nicht... Ach, Dino ist hinter mir. Wie passiert das nur? Also irgendwie mag ich diesen Wagen ja überhaupt nicht. Ich habe vom vorherigen Tuning, ich habe meine Bremsbalance ein Stück weiter nach hinten gestellt und schon kriege ich keine Kurve mehr. Du bist ja auch unser Setup-Profi. Das war doch, glaube ich, Andy. Nö, du warst auch ziemlich mit weit vorne. Ja, ja, ja. Ja, hast recht. Meine Bestzeit ist eine 1,54. Du kannst den Posten gerne alleine übernehmen, das ist absolut kein Problem. Das war unerwartet, damit hätte ich nicht gerechnet, dass du sowas sagst. Ne, kennt man ja gar nicht von mir. Nee, überhaupt nicht. Diese Großzügigkeit. Ist aber auch einfach nur so. Wenn er mal eine Pause macht zum Lufterhalten, ist er großzügig. Da ist ein Flugzeug am Himmel. Ich fahre ins Gras, weil ich es kann. Also du kannst auf jeden Fall in dieser Kurve so spät bremsen, einfach nur. Ja, weil das ist schwer einzuschätzen, ne? Da muss man echt... Ich hab sie trotzdem scheiße gefahren. Na jo. Da ist Kongo. Kongo, wo fährst denn du da eigentlich? Hä, eben habe ich die Kurve Vollgas gefahren. Ich finde diese Kurve total, also diesen Wagen total scheiße. Dann kann ich auch die Kurve manchmal Vollgas fahren und manchmal nicht. Nee, ich hab das jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt die Kurve gerade, ich bin in der Kurve gerade vom Gas gegangen und bin am Ende abgeflogen. Und vorhin in dem Rennen, was wir vorhin gefahren sind, habe ich die Kurve Vollgas gefahren und bin nicht abgeflogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ob ich einfach nur scheiße bin, aber das hat mich gerade gewundert, weil ich... Bei Scheitelpunkt falsch erwischt. Ja, ich bin aber diesmal sogar schon vom Gas gegangen und letztes Mal nicht. Das war's, was mich gewundert hat. Manchmal reicht vom Gas gehen nicht. Aber vom Gas gehen, wenn man vom Gas geht, fliegt man ab und wenn man Vollgas geht, kriegt man die Kurve oder wie? Vielleicht warst du vorhin irgendwie langsamer oder so, hattest halt eine wenige, geringere Grundgeschwindigkeit. Aber diesmal habe ich die vorherige Kurve verkackt und letztes Mal nicht. Ja, wer weiß. Das ist halt gut. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich meinen Bremsbalance ein Stück nach hinten gestellt habe. Irgendwie fährt sich der Wagen komplett anders dadurch. Sag ja, sind ab, Profi. Vielleicht müssen wir andere Theorien aufgreifen. Vielleicht hat jemand an deinem Fahrzeug manipuliert. Ja, wenn, dann wärst es du. Nee, Cinnamon. Was? Nein. Mit seiner Luftpumpe. So, an Crazy Car vorbeifahren. Alle Hinweise deuten auf Cinnamon. Er redet nicht viel. Unauffällig. Was ist das denn für ein Hinweis? Und das erste. Das ist der größte Hinweis. Ach, das als Hinweis, okay. Stille Wasser sind tief. Ja. Stille Wasser sind auch nass. Ja. Nachts ist es kälter als draußen.
So, jetzt bräuchte ich wie bei Mario Kart ein paar von diesen komischen roten Schildkröten. Oder ja, und am besten noch einen blauen oder so. Um dann den Cinnamon da vorne wegzubomben. Der Stern war gut, ja. Nee, ich würde die Rakete nehmen, das reicht mir. Ja, das wäre jetzt was, ne? So, Leute, kauft euch alle eine Wii. Ja, dann We love to entertain you. Bei Nintendo ins Netzwerk und das will ich nicht. Ja, und da müssen wir Geld bezahlen. Nee, 40% oder so. Ja. Oder 40% bekommt man selber? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich Nintendo da ja ziemlich unbeliebt gemacht. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Mhm. Ach so, wenn du Let's Play musst, dann in ihr Netzwerk rein oder was? Ja. Ja, irgendwie so ein Zeug. Oder muss. Ja, wieso macht das Beatsmeet? Ich hab keine Ahnung. Frag die. Weil die es sich leisten können. Vielleicht monetarisieren sie die Videos auch nicht. Das glaube ich nicht, dass sie da die Zeit nehmen, dass sie Zeit verschwenden aus ihrer Sicht. Ich meine, klar, für den Zuschauer ist es witzig, aber man muss doch irgendwie auch auf seine eigene Firma oder was auch immer achten, ne? Wenn die, haben die überhaupt eine Firma? Eine GmbH, ne? Haben die keine oder sowas? Ahnung. Wieso kriege ich ja nicht rein? Achso, Ort Meilenstein. Ein Ort Meilenstein. Ich habe es ja wieder richtig hingekriegt mit dem Rennen, richtig gut. Naja, war ich nicht so schlecht wie sein Pro. Ja, und mit der Karre war ich mal Zweiter in der Racing Challenge. Ich weiß immer noch nicht, würdest wie du mal gerne hat. Abmoderieren? Nee, ich hasse das. Ich hab's schon längst abgebrochen. Das kennen wir ja. Wenn Sempro dran ist, irgendwann einfach drücken, wenn das schwarze Bild kommt. Na jo. Da ist Kongo. Kongo, wo fährst denn du da eigentlich? Hä, eben nein, hab ich die Kurve Vollgas. Ich finde diese Kurve total, diesen Wagen total scheiße. Nichts anderes habe ich erwartet. Na jo. Da ist Kongo. Kongo, wo fährst denn du da eigentlich? Hä, eben habe ich die Kurve Vollgas. Ich finde diese Kurve total. Nichts anderes habe ich erwartet. Hinten starten zweites Rennen und ich starte diesmal nicht vom letzten, sondern vom vorletzten Platz, aber ich glaube immer noch Platz 11. Wir fahren den Arialatum in Dubai. Ja, irgendwann bin ich dann mal auf Platz 7 oder so. Piano, die Kamera ist da so nah dran. Wie gibst du, wir haben bei Codemasters angefragt, wow, und gesagt, pack den immer schöner hin. Ich bin erstmal von der Stadt Zielgerade, habe ich mich weggedreht und bin jetzt mit 10 Kilometern Abstand letzter. Ja, läuft doch. Das war knapp, Alter. Was war das denn wieder für ein Scheiß, ey? Wenn man Pech hat, dann richtig. Sonst ist es ja auch langweilig, ne? Dann muss ich auch lohnen, ne? Ne? Ja, ja. Ja, mein Gott, ey. Wenn schon, dann alles auf einmal. Bist du jetzt in mir reingefahren, oder? Nein, mich reingefahren. Ich glaub ja, ne? Ja! Nach links fahren. Oh, Mann! Oh nein! Ey, wo kommt Andy denn her? Oh. Ja! Ich seid Alter. Alter, ich bin letzter. Nice. Ah ja, siehst du, da war ich nämlich. Ich wurde von. Schon in der Nacht. Da dreht sich noch einer? Nach der Rechtskurve am Start wurde ich im Tunnel, hat mich irgendeiner voll an die Bande geknallt. Das ich war. Keine Ahnung. Ja! Lol, der hat sich Cinnamon, glaube ich, weggedreht im Rückspiegel. Warst du das? Was war das denn? Das sah mega witzig aus. Nee, das war so unnötig jetzt in der ersten Kurve gleich nicht in die Bande zu drücken, Alter. Ah, Schalke ist ein bisschen langsam hier, aber ich will ihm nicht zu nahe kommen. Weil sonst gibt es wieder unglücklich. Boah, wie komme ich denn hier jetzt am besten vorbei, ohne so viel Zeit zu verlieren? Oh! Plötzlich ist er langsam. Ich habe ihn leicht gerammt, aber ich glaube, das ging noch. Gut, dass wir nicht pro Auto 3 Rennen fahren. Ja, bei manchen Autos ist das wirklich eine Erleichterung. Boah, bei einigen ist es schade und bei anderen ist es schön. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, coolsten Karren. Noch ein extra, ja, würde ich auch machen. Aber dann, eine ja, keine Ahnung. Folge, nur mit einem Fahrzeug dann oder so. Ja. Scheiß Kante, Alter. In der letzten Kurve? Ja, die ist mies. Ja, ja, kurz vor der Ziellinie. Ja, das ist ja die letzte Kurve. Wow, was macht der Kante, denn da? Bist du da jetzt dagegen geheizt?
Zauber-Andy. Andy kann es immer noch. Zauber-Andy. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt in der Aufnahme meinen Totalschaden. Mann, bleib doch nicht hängen, du scheiß Gurke, ey. Also dafür, dass ich am Start erstmal stehen geblieben bin, bin ich jetzt Dritter, das passt doch. Ja, Alter, wie kann man hier die Sicht ändern? Rechte Schultertaste? Nee, Backtaste. Nee. So, wer ist da vor mir? Juge. Steht rechts eingeblendet. Dann Kongo, wo bist du denn? Du warst doch die ganze Zeit vorne, oder? Ja, dann bin ich so hängen geblieben, musste mich resetten und bin dann gerade nochmal hängen geblieben. Oh, scheiße, ja, wo bist denn du jetzt? Fünfter. Ah. Ach, dann bist du hinter Moddable. Oh Gott, zeig mal Performance. Meine 700.000 Viewer schauen dir jetzt zu. Wer? Hier? Nee. Kongo? Heißt du Kongo? Was du Lappen, ey. Schaffe ich das noch? Juge komme ich auf jeden Fall näher. Ich habe einen Lenkschaden von was? Lol. Von Codemasters. Boah, das war knapp. Da hätte ich mich aber auch jetzt fast rausdrehen können. Wieder so eine Kante. Oh, was macht der denn hier? Jetzt komme ich hier so nah ran. Ich will da aber meine nicht. 700.000 Viewer gucken. Ui! Okay, da hat er sich krass abserviert. Zeig mal eine Show. Komm, Ramin, komm bitte. Komm. Ramin. Oh. Ja, gut. Ich hab gar nicht mehr. So, Master Styler ist da vorne noch. Das Bittere ist ja, ich bin erst beim zweiten Aufprall kaputt gegangen, ey. Also den ersten hast du noch überlebt. Der Einschlag in die Kante rein, also die du jetzt links hast, hat nicht das. Oh, lol. Was war das denn, Alter? Profi am Berg. Mhm. Da war nicht der Auslöser für meinen Totalschaden, sondern der Aufprall dann rechts in die Mauer rein. Sabe. Hey. Fanboy wieder raus. Rechtsdrall, Alter. Oh, ich komm hier nicht vorbei. Ja, das ist das Problem bei so einem Auto und dieser Stadtstrecke. Ich sehe schon die Profis hier. Wobei ehrlich gesagt, bei dem Wagen ist es eher noch so eine Karre, wo man mal vorbeikommt, weil die anderen mal Fehler machen. Ja, trotzdem, das macht keinen Spaß. Doch, finde ich schon. Kannst du mit mich am Limit fahren? Ich finde, die Karre macht richtig Spaß. Der nächste raus. Gibt's hier Netzwerkprobleme oder was? Muss wohl. Ja, noch einer. Ah, nee, Fahrzeug zerstört. jetzt bin ich Erster. Oh, so will ich aber nicht gewinnen. Oh, ich bin mal im Rechtsrad. Wenn ich nicht hätte, ich die zwei da vorne gecatcht. Jetzt kann ich zwar sagen, ich hätte ihn noch gekriegt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich gestimmt hätte. Richtig nervig. Schade. Wer ist ein Zweiter jetzt? Juge, aber ich hätte ihn gerne selber überholt. Da ist Master Styler wieder. Schade. Nein! Oh, meine Schade. Da habe ich ihn nicht gekriegt. Rote Lenkung. Ich bin vorbei. Reifen ist geplatzt. Lol. Der nächste kaputt. I know your feeling, Bro. Ey, mitten in der Kurve, Alter, richtig verkackt. Reifen geplatzt und ich bin gerade ausgeschossen. Juhu, vorletzte Kurve richtig verkackt. Sehr geil. This is what happens if you can't drive. Kongo Dritter, Alter. Was haben wir jetzt? Totalschaden. Das war knapp, Kongo. Ja, ich musste aufpassen, dass ich die nochmal in die Wand nagel. Ja, es ist halt schwierig zu fahren. Das ist meine Art zu sagen, fick dich, Startposition. Ah. Was, oh, das hat Lack, Spaß gemacht, ey. Aber schade, dass Master Seller rausgeflogen ist. Mit einer ganz kleinen Berührung an dieser Kante, bam, gedreht. Mhm, das und dann in dieser Ovalkurve da, in dieser Rundkurve, schön innen hängen geblieben, stand. Ja, das ist weil das halt so, ja, Open Wheel eben. Deshalb ist jede Kante erstmal richtig. Das war das Witzige. Wenn du gleich nicht aufhörst zu stottern, Alter. Bei Grid 1, da hast du dir dann ganz schnell mal ein Rad abgerissen bei sowas. Echt? Ja, okay. Da gab es auch keine Resets. Ist ja realistisch, ne? Also Grid 1 war in der Regel immer, die hätte das halbe Feld kaputt am Ende des Rennens. Okay. Klingt spannend. 24.700 und dann sehen wir uns gleich im letzten Rennen für diese Folge. So, diesmal starte ich als Erster des zweiten Teils des Feldes und zwar von Startposition 6 mit dem Caparo T1 auf der falsch rummen Jarama-Strecke. Und wir freuen uns auf ein super Rennen. Also ich muss nochmal sagen, ich mag Andy den Wagen. Fährt endlich mal nicht mit seinem hässlichen ERC-Design und regt sich hier über meine Farbe auf. Ja. Cinnamon vor mir bremst. Nein! Fliegt ab und ich fahre ihm natürlich rein. Kongo, rammt mich! Ja, das war der Kontakt vorher, der hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, ich hatte ja nur einen Lenkschaden. Cinnamon, was los, Alter? Stricher. Gut,
gegen die Bande geknallt. Ja, super. Ja. Das heißt, wenn ich mal nicht ganz hinten starte, dann bin ich einfach nach der zweiten Kurve ganz hinten. Oh, so damit kann ich leben. Oh, Lala kommt jetzt schon die Kurve. Da fliegt einer ab. Bisschen weiterfahren. Wow, der Wagen bricht hier aber ganz gut aus. Damit habe ich nicht... Oh, hinter mir dreht sich Andy weg. Sehr schön. Oh, Alter. Kongo! Sorry, wieso bist du da so langsam? Ich bin gerutscht. Ich wollte nur ein bisschen aufs Gas und bin gerutscht. Auf die Bremse und bin gerutscht. Dreh mich doch, Cinnamon. Ich hab dich nicht berührt. Nein, gar nicht. Ein Chaos hier. Boah. Ja, oh, sorry, Kongo wegen, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass du da so langsam bist. Ja. Ich sag gar nichts. Ach, Andy, du Dreckschwein. Oder? Doch, es war's, Andy. Ich hab dich sogar noch ein bisschen weitergeschoben, weil ich mir den ganzen Spaß nochmal anschauen wollte. Das wird ein Längsschaden, ey. So, jetzt mal schauen. Geht dann. Oh, mein Wagen. Ich hab keine Resets mehr, Alter. Mein Wagen ist noch. Oder fährt zumindest noch geradeaus, das ist schon mal was. Oh, 300, 320, 330, Ich glaube, ich hätte nicht lange übersetzen sollen. Hab ich auch. Aber ja, okay, nicht. Ich konnte auch nur ganz lang machen. Nee, ganz lang habe ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Ich habe nicht genau geguckt. Ich weiß nur, dass es länger war, aber ich weiß nicht, wie viel länger. Dann einer einen Abgang gemacht. Oh! Schalkeburg ist anscheinend... Wow, und jetzt macht Mortability so langsam und ich kriege einen Lenkschaden, aber ich komme an beiden vorbei. Fahr jetzt einfach mit Lenkschaden weiter. Wow, ich bin hier noch, hallo. Ich habe keine Resets mehr, Mann. Erste Runde wieder vorbei, keine Resets. Ja, ich habe auch nichts. Andy, war der Caparo nicht eins von den Autos, was du 7-8 Mal gekauft hast? Ja. Jo. Hättest du es mal behalten, ha? Also am Anfang war das ziemlich geil, weil wir ja noch mit Hilfen gefahren sind, beziehungsweise du nicht. Ja, du und mit Traktionskontrolle, ne? Ja. Da war der ziemlich geil. Das war sogar einer der ersten Fahrzeuge, die ich gekauft habe, weil er einfach total OP war. Das war nämlich das erste Fahrzeug, was ich im Online-Modus gefahren bin. Ah, okay. Deswegen habe ich mir den sofort gekauft. Ich glaube, dann sind wir ja umgestiegen auf ohne Traktionskontrolle. Bei deiner Entscheidung. Scheiß. Und dann war der einfach nur hässlich, ey. Hm. Ja, sein Aussehen hat sich nämlich sehr geändert. Dadurch, dass du die Hilfen abgeschaltet hast. Richtig. Aber ich finde ihn trotzdem geil. Aber in echt ist er cool. Nee, echt muss es aber auch echt ein totales Biest sein. Ja, den gab's mal bei... Hier, wie heißt denn die Top Sendung? Gear. Also? Top Gear. Top Gear. Ich sag nur Jeremy Clarkson. Da hätte ich nicht Gas geben sollen, das war dumm. Den krieg ich da vorne gar nicht, den Pommesbund Skyline. Nicht schlecht, ey. Ich werde hier dauerhaft lupfen, Alter, sonst hau ich mich weg. Ja. Handbremse her, dadurch kommt ein bisschen durch die Kurve. Ja, abkürzen, gleich. Wo ist ein Dino jetzt hin? Der war doch gerade noch hinter mir. Dino, der hat immer mal wieder Netzwerkprobleme. Komme ich da vielleicht noch? Richtige Bambusleitung hier für den Leuten. Oh nein. Ah, shit, ey. Was, Andy? In der letzten Kurve habe ich es versaut. Och. War das nötig? Oh Mann. Oh Gott, ey. Aber richtig knapp am Ende noch. Alter, hat's nie weggefackt. Gutes Rennen, Pommesbuden, Skyline, alias Nico. Oh, Cinnamon, was ist passiert? Das hab ich aber nicht kommen sehen, ey, ganz ehrlich. Ich dachte, komm, fährst du zu Ende. Bäh. Oh, in der letzten Kurve hab ich's verkackt. Klingt spannend bei euch da. Weil es war gerade eben die Reborsch, weil du mich vorhin einfach rausgedreht hast und bist noch weitergefahren. Ja, genau. Da hab weitergefahren. Ich mir gedacht, ach komm, holst du halt drauf. Und also wenn wir damit anfangen, dann kommt hier gar keiner mehr ins Ziel. Das ist wirklich so. Dann muss Kongo mich haben und ich Kongo. Du hast in mein Auto gemacht, dafür hau ich dich kaputt. Jetzt ist er Schrott. Ja. Abtriebstuning-Stuhl für 3. Und mit diesem emotionalen Rennen verabschieden wir uns aus dieser Folge unserer Abschiedstournee. Uns hat es allen wundervollen Spaß gemacht und wir finden alle dieses Auto unglaublich toll. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Tschö.